Was hat mir noch gefehlt? Was halte ich von eurem Pärchen? Na, schade. So eine Drecksviecher. Bam. Beine weggefetzt. Okay, das würde ich jetzt den Dings nicht anmachen brauchen. Und ein schönes Katzenklo. Und nicht mal mit Deckel. Oh Mann, Mückenstiche. Sagst du, wenn ich die Mücke jetzt hier sehe, du, dann werdet ihr erst nochmal klatschen hören. Dann macht Patsch. Und die Mücke ist tot. Wow. Wo guck ich denn hin? Wahrscheinlich nur, wahrscheinlich nur wieder, weil ich mich gerade gekratzt habe. Mann, ey. Diese Tiere werden langsam echt lästig. Stylisch. Nutzt das natürlich gerade aus, dass ich jetzt hier gerade am Let's Playen bin. Deswegen sticht sie mich auch. Also weiß, dass ich mich gerade nicht so gut wehren kann. Aber wenn sie einmal dann vor meinem Monitor fliegt, dann hat sie... hat sie keine Chance mehr. So, und ich frage mich, wann das jetzt ja nicht mal ein Ende hat. Oh Mann, das war eine richtig dumme Aktion gerade eben. Er wirft einen Molotow und jagt sich und alle anderen mit in die Luft und verbrennen. Sehr schön. Hm. Oh. Oh man, I'm so screwed. Champ! Yo! Super Champ, haut sie natürlich alle um hier. Und pinkelt noch eine Runde. Good dog. Let's get the fuck out of here. Echt mal. Nichts wie weg. Check, noch was eingesammelt. Sehr schön. Und ja, ich bin auch dafür, dass wir mal uns hier langsam verpissen. Dieser Ort ist mir wirklich unheimlich geworden. Ja, von Apokalypse ist auch nicht mehr viel übrig. Was denn?
Oh, ich hasse diese Bundeswehr-Typen. Die gehen mir echt am meisten auf den Sack hier. Deswegen. Und Zombies! Wow, hat die einen stabilen Kopf. Naja, ist egal. Komm, wir laufen einfach. Ich biete nur die Bundeswehrleute um. Oder in dem Fall Armeeleute. Und ciao! Komm, Champ! Okay, falsche Richtung. Da kann ich die mit so einer Waffe kalt machen. Ah, hier mit Geld. Wo ist denn mein Hund? Ah, ich steck fest. That's gotta hurt. You probably thought you were gonna die today. Surprise. Just kidding. Komm, Champ. Wir verziehen uns jetzt einfach. Ich habe keine Lust mehr auf den Haufen hier. Nee. Moment, das kann nicht hier. Das kann hier nicht weitergehen. Naja, Champ steckt eh fest, also von daher ist mir auch sowieso jetzt Wurst. Ich höre wieder um, jemand seine Waffen zieht. Gefällt mir gar nicht. Gehen wir auf der anderen Seite jetzt wieder runter. Hui. Don't crowd, there's plenty for everyone. Au. Oh, 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 oh. Ich hab grad einen dicken Frameskip gehabt. Gehabt. Au. Verdammt nochmal. Boah, wie viele Zombies ich höre. Wieso sind mich kein... Achso, ich habe ja noch den Alarm-Mode an von vorhin. Scheiße, darum habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, ist jetzt auch egal, die paar Minuten. Ist das jetzt auch egal? Hey, nicht das gute Hemd, ja? Das habe ich gestern erst angezogen. Oh, hier stockt es aber auch. Sorry, ist nicht so gemeint, Ladies. Ah, super. Ja, da war ich gerade genau auf perfekter Kopfhöhe. Au! Au, verdammt! Bevor mir das Spiel nochmal abstürzt. Na komm. Speichern. Dupdi-dupdi-du-du-du. Ach, guck mal, da ist unser Wohnwagen. Und natürlich, das Spiel stürzt ab. In den letzten Minuten. Oh, Mann. Ja, das Ende zeige ich euch gleich. Bis gleich. Hallo, Leute. Willkommen wieder einmal zurück. Ganz schnell und fix. Das Ende steht kurz bevor. Also, das Spiel ist ja hier gerade eben abgestürzt. Als ich ja,
hier den vermeintlichen Wohnwagen sah. Also eigentlich steht er da oben, aber hier vorne stand auch schon einer. Ich dachte, das wäre der gewesen. Und ja. Oh. Aber offenbar haben wir noch etwas zu erledigen, bevor wir gehen. Uiuiuiui. Ui, ui. Wir machen hier so einen Radau um nach morgens um. I am Mike J. Mike J. Zombie, God of Hellfire. All bow down and worship my ass cock. Some designer has lost his tiny mind. Mike J., ist das nicht der Typ, bei dessen Tür ich mal gehangen habe in den ersten Aufnahmen? Wenn ich es reinkriege, werde ich es hier mal reinschneiden. Das ist offenbar nicht mein Büro. Wo ist denn mein Büro? Mike J.? Was ist das denn jetzt? Vince needs to see you, dude. Thanks. So, dieser Endgegner ist eigentlich gar nicht schwer zu besiegen. Man muss jetzt hier oben. Geh mal weg von mir. Man sieht ja hier oben diese Köpfe, die rumfliegen, diese Gary Coleman-Köpfe. Die muss man im Grunde kaputt schießen. Dann wird der große Freund hier verwundbar. Es geht natürlich dann ein bisschen besser, wenn man hier. Na, wo ist er denn? Ja, du hast hier benutzt. Ne? Er schießt jetzt hier auch so eine komische gülleartige Scheiße. Ja, mit der Schrotflinte ist man hier vielleicht ganz gut, weil die. Wow. Die macht ja mehrfach. Okay. Ich glaube, ich schieße dann doch lieber hier mit. Okay. Das damit zu treffen ist schwer. Wow, nein! Scheiße. Ja, okay. Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder hier, oder was? Ja, ist auch nicht schlecht. Gut. Dann. Oh, Mann, wieso stürzt mir das Spiel denn jetzt schon wieder ab, ey? Oh Mann, ja, wir sehen uns gleich nochmal wieder. So Leute, ich hoffe, ich habe jetzt hier wirklich den letzten Teil endlich am Laufen. Nicht, dass mir das Ding jetzt hier nochmal 20 Mal abstürzt. Weil gerade eben hier bis zu dieser Szene zu kommen, war eine Qual. Der ist mir jedes Mal bei dieser Filmsequenz, wie gerade eben das abgestürzt ist, auch immer wieder abgestürzt. Immer und immer und immer wieder. Jetzt habe ich Glück gehabt, jetzt hat er die Szene gerade geladen. Ich habe jetzt auch gerade eben gespeichert. Und ja, jetzt können wir uns den Typen mal hier vorknüpfen. Dummerweise habe ich gerade aus Versehen meinen Hammer weggeworfen, als ich hierher gekommen bin. Na okay, warte, so wird das nichts. Jetzt ist er verwundbar wieder. Ah, der ist schon richtig hässlich. So, und das war's jetzt auch mit ihm endlich. So schnell kann man das auch gestalten. Da trinke ich einen Schluck Energy wieder. Ich hoffe, man hört das nicht zu gut. Ja. Ich hoffe, man hört das nicht immer so sehr, wenn ich was trinke. Ab Week in Paradise. Wir haben es geschafft. Postal 2 ist fertig. Und ihr wisst, was das bedeutet. Es, ja. Das Spiel ist durch.
Das Spiel ist durch, ich bin auch durch. Ich werde gleich mich ins Bettchen verziehen und ja. Und träumen, dass ich der Postidiot bin. Mit allen seiner Leidenschaft, mit seinen Sprüchen und natürlich der unverwechselbaren Coolness. Oh yeah. Ja, da haben wir es nochmal. Grinding with Scissors, Resurrection Studios. Die beiden Entwickler. Und da kriegt man jetzt auch noch so eine Art, Bewertung und alles, was ich so im Spiel gemacht habe. Und ich bin der Cheating Office Drone Pushed Over the Edge. Was genau das jetzt im Genauen heißt, das werde ich jetzt nicht genau wissen. Aber ich bin, ich weiß, dass ich gecheatet habe. Ab und zu mal. Cheats now as assemble with in-game menu. Ja, das war es schon vorher, aber na gut. So, Leute. Post-it 2 ist zu Ende. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann.